Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Heute zeige ich euch ein weiteres Rezept meiner Weihnachtsbäckerei. Und zwar geht es heute um die Hausfreunde. Und welche Zutaten ich dafür benötige, sage ich euch jetzt. Und zwar 200 Gramm Mandelkerne, 100 Gramm kandierte Früchte, 300 Gramm Mehl, 12 Gramm Backpulver, 200 Gramm Zucker, 200 Gramm Rosinen, 50 Gramm Pinienkerne und 4 Eier. Bei uns heißen diese gemischten kandierten Früchte auch Backmischung. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber das ist eine Mischung aus Zitronat, Orangeat und kandierten Kirschen. Und die sind eben klein geschnitten, das nur als kleiner Hinweis. Beginnen tue ich damit, dass ich mir die Eier und den Zucker in der Rührmaschine schaumig schlagen lasse. In der Zwischenzeit schneide ich mir die Mandelkerne etwas kleiner, nicht zu klein, und habe mir außerdem das Mehl mit dem Backpulver vermischt, das ich mir jetzt im nächsten Schritt in die Eimasse einsiebe. Wenn das erledigt ist, das muss auch nicht ganz genau sein, weil das jetzt noch mit den restlichen Zutaten vermischt wird, gebe ich mir das eben in die andere Schüssel dazu und hebe die ganzen trockenen Zutaten vorsichtig unter. Danach gebe ich mir die Masse schon auf ein Backpapier, das ich mir auf mein Backblech gelegt habe. Und jetzt zeige ich euch zwei Möglichkeiten. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, euch so kleine Stollen zu machen, wie ich euch das hier zeige. Ich mache das immer lieber anders. Ich streiche mir die Masse auf mein Backpapier auf, backe das dann und schneide mir das dann später in kleine Würfelchen. Das zeige ich euch dann noch. Das ist zwar ein bisschen eine Spielerei, aber da ich ja meinen Zwieback schon als Stollen gebacken habe und ich immer gerne verschiedene Formen auf meinen Kekstellern habe, habe ich mich für die Möglichkeit entschieden. So, nun kommt das Ganze ins Backrohr und zwar wird es bei 180 Grad ca. 15 bis 20 Minuten lang gebacken. Danach sieht das Ganze dann so aus. Und nun schneide ich mir das Ganze eben noch in meine Würfelchen. Und ihr seht, das ist noch ein bisschen heiß. Ihr müsst das unbedingt schneiden, wenn das noch warm ist. Also nicht komplett auskühlen lassen, vor allem muss das von dem Backpapier runter, weil das klebt sonst fest. Und so sehen meine Hausfreunde fertig aus. Schön bunt, sehr lecker. Ja, meine Lieben, das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Filmchen gefallen. Vielleicht backt der eine oder andere ja die Hausfreunde nach. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne hier oder auf Facebook schreiben. Das ist gar kein Ding. In der Infobox findet ihr entweder den Link oder oben bei meinem Kanal rechts könnt ihr auch draufklicken. Dann werdet ihr direkt zu Facebook umgeleitet. Das ist gar kein Ding. Ja, Hinweis noch bezüglich dem Gewinnspiel. Wer mitmachen will, klickt jetzt oben rechts auf den Button, da wird alles genau erklärt. Die Verlosung ist am 2.12., das heißt, ihr habt noch die Chance mitzuspielen. Dafür wünsche ich euch natürlich alles Gute. Für heute verabschiede ich mich, wünsche euch alles Liebe. Ciao, ciao, Baba.